Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Levitan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir irgendeine Episode fortsetzen wollten oder nicht, oder? Vielleicht, wenn ich die Mission sehe. Scharlachfluss. Was war das? Okay, das wären die zwei Schwachen und der eine Susano. Okay. Ja, komm, machen wir halt. Ich weiß nicht mehr, was ich, ob ich Story machen wollte oder persönliche Quests, aber Story tut ja niemandem weh. Und dann die übliche Hast. Immer Hast. Und dann noch Bodyguard. Bodyguard hier. Cool. Yep. Haben wir etwas? Ne, wir haben keine. Okay. Nein, ich würde schauen, nur die Ausrüstung hast. Genau. Shirogane, wie es sein sollte. Ja. Okay. Gut, dann Jagd. Holen wir ihn uns. Der Yaksha wird ziemlich wahrscheinlich sowieso gerufen, aber beim Urkoshammer bin ich mir nicht so sicher. Ich habe ja auch noch. Ich habe auch noch den Blutrausch. Haben wir hier jemanden? Schaut mal. Der Freund kommt. Ja, machen wir uns bemerkbar. Komm schon, Susano. Von dem haben wir jetzt ja auch verschiedene. Es stört mich ein bisschen an der Cutscene, die wir das letzte Mal gesehen haben. Im originalen God Eater wird gesagt, dass zugegebenermaßen vermutet wird, dass Susanos entstehen, wenn Aragamis eine Diät aus God Orcs quasi machen. Keine bestätigten Daten. An der Zitze sehen, dass Susanos was damit zu tun haben. Ob God Eater? Oh Gott, das hat wehgetan. Damit das zu tun haben, ob jetzt God Eater quasi gefressen werden oder nicht, das ist ein bisschen. Ja. Logisch. Geht er weg. Was sollte ich hier noch göttlich hineinmachen? Und dann auch vielleicht schnell einen Burst von ihm holen. Ist nicht mit den Händen. Naja. Aber scheint keine Gabeln da angemacht zu haben. Armer. Ich bin erst bei 116. Ja. Egal, auf Yaksha. Wieso treffe ich jetzt mit dem hier? Toll. Na, da kommt ein Hammer. Okay. Man sollte nicht seinen Freunden helfen. Es ist es nicht wert. Und jetzt fängt der Kampf richtig an.
Nee. Ja. Willst du sterben? Yaksha-Materialien sind auch nützlich. Also, ja. Nein, das sind zu viele Gegner hier. So müssen sich die Aragamis fühlen, wenn wir mit denen fertig werden. Das war nice. Ich wünsche, sie würden mehr Schussangriffe einsetzen. Damit können sie sich wenigstens auf Gegenseitig treffen. Das Hauptziel ist schon fast am Boden. Und während die anderen beiden noch nicht... Okay, wieder ich tot. Ja, danke schön. Okay. Ja. Es ist... Ich will auch garantiert dort in die Ecke rein, oder? Nächstes Mal musst du mich noch treffen. Aha. Bisschen Schaden. Das ist immer noch das gleiche Problem. Es ist zu viel los. Ich mag schon den Monster, finde ich die Mission mit zu vielen Monstern drin. One-on-one ist besser. Da kann man sich auch auf den Monster konzentrieren. Und wie soll ich hier ein herumrutschendes Krokodil unter Kontrolle behalten? Geschweige denn immer im Blick haben. Na, immerhin kann ich jetzt ein bisschen Burst. Lebensregeneration machen. Na, trotzdem, das ist so. Solche Missionen bin ich froh, wenn sie vorbei sind. Seht ihr? Fucking Krokodile. Nein. Ja, dort habe ich nicht hingeballert, das zweite Mal. Okay. Haben wir es bald? Vielleicht. Ja, er blinkt richtig. Ach, schön. Ich will nur noch den Susanoo tot haben. Dann haben wir das hinter uns. Natürlich. Der stärkste Eingriff. Das heißt, die halt ins Gehör. Der war schon die ganze Zeit hier. Blödes Krokodil. Ja, das war so klar. Dankeschön. Haben wir das endlich hinter uns? Ich meine, ich weiß, das war quasi, das war das Problem dieser Quest, dass einfach so viele Gegner auf kleinem Raum sind. Da wissen, solche Mission brauche ich nicht. Gib mir lieber einen neuen Gegner einzeln.
Vielleicht kommt ja jetzt die... Ja, 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 schöne Rage. Ich mach dich jetzt nur noch tot, weil du mich nervst. Nur weil ich ein endliches Leben habe. Vielleicht auch einsammeln, Sachen einsammeln können. Hm. Gib mir Bruchbelohnung. Und wir haben den Störwiderstand. Hilfsburst. Leckwiderstand und LP. Das ist nicht mal übel. Wenn man einen Gegner hat, der Leck verursachen kann. Ja. So, haben wir neue. Das ist jetzt mal. Dankeschön. So. Wir sollen das Gebiet von Aragami säubern, um zukünftige Bemühungen der Forschung zu erleichtern. Diese Anweisung kam offenbar direkt vom Hauptquartier. Kannst du diesem Müll glauben? Hoffen wir einfach, dass die Fernostabteilung nicht vom Hauptquartier übernommen wird. Sie stellen die Forschung ein und fordern von uns, das Gebiet von Aragami zu säubern. Das Hauptquartier hält sich nicht zurück, was? Es ist lästig, aber wir müssen unsere Arbeit machen. Wir haben Anweisungen erhalten, die Forschung vor Ort zu stoppen, bis die Spezialisten des Hauptquartiers eintreffen. Die sind noch nicht mal hier und mischen sich schon in die Angelegenheiten der Fernostabteilung ein. Tja. Hm. Ich könnte es die ganze Zeit anstarren. Ihm beim Wachsen zuschauen, ja. Ja, du sagst eh nichts. Wenn ich mir früher so ansehe, erinnert es mich daran, dass es ein Symbol von Grams Macht ist. Für Fernost waren sowohl das Hauptquartier als auch früher gleich arrogant. So sah es eben aus, bis du kamst. Die Leute vom Hauptquartier sagen, dass sie kommen, aber sie nehmen sich ganz schön Zeit dafür. Diese Typen haben sich seit meiner Zeit in Glasgow kein bisschen verändert. Und das war's hier. Offenbar nutzen unsere Vorfahren Zaubersprüche, um ihr Essen besser schmecken zu lassen. Von jetzt an versuche ich das auch. Blubbern plagt euch, mengt und mischt. Okay, das... Ich glaube, das hat nicht sehr viel mit Nahrung zu tun. So, wen dürfen wir denn jetzt aufhalten? Von dem Godox, den mache ich gerne. Das ist einer alleine. Und es ist ein interessanter Gegner. Eigentlich, nee, die Waffen sind so gut. Ich frage mich, er ist, glaube ich, schwach gegen Heilig. Das hätte ich noch nachschauen können. Ich werde es feststellen. Nur ein paar Kronium, Kokorjungfern und dann dieser Aragami. Das wird nice. Ja, dort hinten ist er. Frag mich, ob es dann mehr wie einen gab. Okay. Vielleicht war es gerade die falsche Zeit, um nachzuladen. Er scheint nicht gerade sehr aufmerksam zu sein. Umso besser für mich. Ja, auch dich überraschen wir. Das ist für einen Nahkampfangriff fast viel zu langsam. So, jetzt könnte es lustig werden. Ich habe leider keine schwachen Schüsse, um seine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Aber das kann ja auch was Gutes sein. So. Der ist ja quasi ein Demi-Urge. Einfach nur größer und in Heil, glaube ich. Wow. Was macht die ihre Kugel nochmal? Ah ja. Okay. Boom, boom, boom. Dankeschön, Spiel. Link Support Device activated. Human shrug off anything the Aragami throw at you. Das macht Schaden. Wir müssen ihn lassen. Kannst du aufhören zu rennen? Ich hätte gerne.
Okay, er kann nicht aufhören zu rennen. He's on the run. Oh shit. Goku wünscht sich seine Genki-Dame kommt sowas. Ich würde eigentlich nicht Gills Heilfeld jetzt schon benutzen. Ich würde dich nur... Nee, egal. Oh. So. Man läuft ein bisschen und... Ja, ich kann das auch. Bringt jetzt? Nein, göttlich bringt nichts. Okay. Bist du schwach gegen Feuer? Nicht sonderlich. Schwach gegen Eis. Oh ja. Okay. Ich habe leider keine ewige Explosion für Frost, aber... damit werde ich leben können. Und müssen. Wo? Dort hinten, okay. Nicht, dass ich wollte. Warum hatte ich überhaupt die Waffe drin? Ich glaube, er ist wütend. So. Ein paar Leben zurückgewinnen. Auf mit einem Schwert rumzuschwingen. Yeah. Der tankt gerade ein bisschen. Aber das soll er auch. Ich freue mich schon, wenn ich ihm dann die Eis-Explosion reinpfeifen kann. Burst! Danke, dass du ihn mir gegeben hast. Und jetzt ist er wichtig. Oh ja. Jetzt nehmen wir mal. Ich frage mich, ob wir es aktivieren sollten. Kann sich das? Ja, warum nicht? Kann ja mal nicht wehtun, oder? Er leuchtet noch nicht, dass er hatte anscheinend genug Leben zuerst. Das hier. Und dann... Okay. Venus benötigte Schaden plus 20%. Selber Schuhe benötigte Schaden plus 30%. Könnte 20 angreifen. Noch Schaden. Habe ich es geschafft? Ich glaube. Ja. Ja.
Ah! Okay. Ah, und es nimmt trotzdem nur 100% des Bursts mit sich. Das ist... Also das Blutrausch, das ist sehr gut. Seht euch das hier an. Da tut mir schon ein bisschen leid. Das... Wenn man das auf ein paar Farmmissionen auflädt... War jetzt auch ein bisschen knapp mit das war ein bisschen knapp quasi alle Sachen zu erfüllen, aber hat funktioniert und hat danach auch Schaden angerichtet. Irgendwie das viermal etwas fressen war wahrscheinlich das Härteste. Dass ich gerade den Bruch erledigt habe, also erreicht habe, war mehr Glück von meiner Seite. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja, gib mir mal die seltene verlassene Arme. Ein Kenner! Okay, verlassene Arme, gierig. Hat es nicht viel gebracht. Ja, wir speichern. Noch niemand hier, okay. Alle sind losgezogen, um die Arigami zu erledigen. Zeit, den roten Teppich auszurollen und Platz für die Ankunft unserer VIPs aus dem Hauptquartier zu machen. Die Sondereinheit soll bald ankommen. Ich habe gehört, sie fordern einen Raum in der Führungsabteilung für sich ein. Ich schätze, jetzt wird's ernst. Okay. Fran ist wieder hier. Okay. Alles scheint ziemlich nervös. Etwa weil die Leute vom Hauptquartier kommen? Ja, anscheinend. Was haben wir hier? Der Direktor des Geheimdienstzentrale und sein Gefolge besuchen uns heute. Das Labor, die Forschungsabteilung, Führungsabteilung und die Lobby stehen auf dem Programm. Achtet darauf, euch gegenüber unseren Gästen entsprechend zu verhalten. Okay. Ja, die werden dann wahrscheinlich hier sein nach unserer nächsten Mission. Ich hasse diese Hauptquartierangeber jetzt schon. Wenn du eine sichere Straße willst, dann mach's selbst, oder? Natürlich werden Aragami auf der Straße sein. Es ist unmöglich, heutzutage sicheres Geleit zu garantieren. Mann, ich kann's nicht fassen. So ein Schwachsinn. Um einen Wochenrhythmus einzuführen, gab es bei unseren Vorfahren jeden Montag Curry. Aber hier ist es wohl zu hektisch dafür. Okay. Gut, ich würde dann sagen, wir empfangen unsere Gäste dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.